Herzlich willkommen im Dinosaurier-Kanal beim Video über das unglaubliche Wachtelwachstum. Hühnerküken schlüpfen nach 21 Tagen Brut und danach müssen wir noch lange 21 Wochen auf das erste Hühnerei warten. Bei diesem Tier könnte es in 2 bis 3 Wochen endlich soweit sein. Bei den japanischen Legewachteln dauert die Brut etwa 18 Tage und wir müssen noch nicht mal 6 Wochen auf das allererste Wachtelei warten. Das ist eine unglaubliche Wachstumsleistung, die ich in diesem Video für euch dokumentiert habe. Ihr könnt diese Wachtelhenne oben in dem kleinen Bildausschnitt bei ihrem Schlupf beobachten. Das lasse ich das ganze Video überlaufen als Größenvergleich. Ich habe den Ausschnitt nämlich genau so skaliert, dass er genau die gleiche Größe hat wie der Hauptbildschirm. Und dann könnt ihr diese enorme Wuchsleistung, aus diesem Ei wird so eine große Wachtel innerhalb von nur 5 Wochen, beobachten. Ich hatte für mein Video Wachtelküken schlüpfen im Schlupfbrüter 3 Wachteleier im Staubrüter ausschlüpfen lassen und das schon im Video gezeigt. Und diese 3 Wachtelküken habe ich im Laufe ihres Wachstums immer wieder kurz... Nein! Du musst ein neues legen, wenn du es runtergeworfen hast. Habe ich im Laufe des Wachstums immer wieder in den Schlupfbrüter gesetzt und kurz für euch gefilmt. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Oh, so ist sie. So, und. Nein. Wochen alt, ihr bleibt sitzen, ich hole noch den Weißen. Oh.
So, das sind die drei Wochen alt, drei Wachteln. Schön, ne? Jetzt füllt sie. Jetzt schaut die Plastik schon vollkommen aus. Das ist mit Sicherheit ein Hahn. Das dürfte eine Henne sein. Und bei dem weiß ich es nicht. Wachteln. Das war ein Wachtelhahn drüben im Käfig. Mit 5,5 Wochen haben die kleinen Wachtelhähne schon begonnen, alles zu besteigen, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Von den Hähnen habe ich mich also leider getrennt und die Hennen durften dann in ihre Foliere umziehen. Das weiße Küken mit dem kleinen Fleck auf dem Kopf ist auch eine Henne. Im Alter von 6 Wochen hatten schon 2 von den 6 Wachtelhennen mit dem Eierlegen begonnen. Wenn ihr mehr über die Aufzucht der Wachtelküken erfahren wollt, klickt gerne in das Video, das ich euch gleich oben links anbiete. Und wenn ihr zusätzlich zu Wachteln auch an Hühnern interessiert seid, klickt doch auch mal in meinen neuen Instagram-Account, den ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Dr. Bene.